So, wenige Minuten noch, dann wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung verkünden. Eine Entscheidung, die ja übrigens beruht auf der mündlichen Verhandlung von 3 Tagen letztes Jahr im März. Eine mündliche Verhandlung, die ich selbst erlebt habe. Und mein Kollege Karl-Dieter Möller war auch damals mit uns hier, 25 Jahre lang der Leiter der ARD-Redaktion Recht, das Gesicht der ARD im Blick auf die Juristerei. Herr Möller, Sie haben die mündliche Verhandlung miterlebt. Ich fand eine überraschende Schärfe in der Befragung durch die Richter. Sowohl die Innenminister wurden ins Kreuzverhör, kann man das fast sagen, genommen, als auch die NPD? Ja, das kann man in der Tat sagen. Und das ist ja etwas, was das Verfassungsgericht aus meiner Sicht in der langen Zeit, wo ich hier journalistisch gearbeitet habe, auszeichnet. Es kann hier keine politische Debatte geführt werden, sondern hier, ich darf es mal salopp formulieren, muss Butter bei die Fische gegeben werden. Das heißt also, die Richter prüfen verfassungsrechtlich, was ist an der Sache dran. Und das hat sich auch in einem Geplänkel gezeigt, als die ehemalige Parlamentspräsidentin, Landtagspräsidentin Brettschneider sagte, wie sie also die NPD immer zur Ordnung rufte, musste Beleidigung und Drohung da waren. Und dann wollte natürlich der Anwalt der NPD dagegen gehen. Und da hat Voskuhl, der Präsident des Gerichts und des Senats, des Vorsitzenden des Zweiten Senats, gesagt, also wir sind hier nicht im Plenarsaal, sondern wir sind hier beim Richter und hat das strikt unterbunden. Und Dennis Kaff in der Tat Schärfe auf, weil er natürlich die NPD bestritten hat, dass sie rassistisch sei, dass sie gegen die Verfassung sei. Gleichwohl kam doch deutlich zum Ausdruck ihre Gesinnung, die sie auch ihrem Programm hat, dass sie zwischen Staatsbürgerschaft und ethnischen Deutschen unterscheidet. Also ethnischer Deutscher ist nur der, der eine Mutter, deutsche Mutter hat, einen deutschen Vater. Also von daher meine ich, müsste man die NPD eigentlich verbieten, aber ob es so weit kommt, werden wir nachher sehen. Was wir auf jeden Fall noch mal machen können, wir können noch mal ein Interview zeigen, was ich geführt habe vor wenigen Minuten mit dem Vorsitzenden der NPD. Und er macht deutlich, dass die Partei erwartet, dass es hier kein Verbot gibt. Wir erwarten das Urteil, das wir seit Wochen und Monaten prognostizieren, nämlich, dass die NPD nicht verboten wird. Ja, im Grunde genommen, wenn es so kommt, und darauf deutet ja vieles hin, dann ist ja das aus Ihrer Sicht ein Erfolg. Natürlich, eine Partei möchte nicht verboten sein, aber der Erfolg begründet sich in gewisser Weise auf ihrer politischen Erfolglosigkeit. Denn das Gericht wird ja vermutlich, wenn es sagt, kein Verbot, darauf hinweisen, dass sie weit davon entfernt sind, die verfassungsmäßige Ordnung zu gefährden. Also zunächst einmal müssen wir feststellen, dass wir die verfassungsgemäße Ordnung gar nicht beseitigen wollen. Wir wollen weder die Demokratie noch den Rechtsstaat beseitigen. Die NPD ist keine Partei, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und deswegen gibt es schlicht und ergreifend keinen Grund, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands zu verbieten. Gut, da hat das Gericht offenbar ja eine andere Meinung. Zumindest war das zu hören, wenn man die mündliche Verhandlung verfolgt hat. Sie waren ja dabei, ich habe es ja auch gehört. Wenn wir davon abgehen, wie man das bewertet, was hier gesagt worden ist. Die NPD hat ja im Grunde vor dem Verfahren erwartet, dass das Verbotsverfahren dazu führen wird, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass das eigentlich ein bisschen der Partei auch helfen wird. Aber in Mecklenburg zum Beispiel ist es ja nicht geschehen. In Mecklenburg sind Sie aus dem Landtag rausgeflogen. Naja, wir befanden uns ja in dem Verfahren. Und 2003, als das erste Verfahren gescheitert ist, war es auch so, dass wir nach dem Verfahren einen entsprechenden Zulauf und eine entsprechende Stärkung erfahren haben. Es ist natürlich etwas skurril, dass die geballte Staatsmacht über Jahre hinweg dem Wähler suggeriert, man könne die NPD nicht wählen, weil sie ja sowieso unmittelbar vor einem Verbot stünde. Und das hat sich natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Nach dem heutigen Tag, wenn die NPD definitiv nicht verboten ist, können wir aber das Signal ausgeben, dass das vom Tisch ist und dass es jetzt wieder Sinn ergibt, Nationaldemokraten zu wählen. Organisationen, die gegen Rechtsextremismus, gegen rechte Parteien auftreten, darüber informieren, die befürchten, dass die NPD nach einem nicht erfolgten Verbot in ihrer Argumentation schärfer, aggressiver sein wird. Man argumentiert auch, dass sie selbst als Person als gemäßigt gelten könnten und dass man aber später vielleicht noch einen härteren Kurs führen wird. Ist das wirklich zu erwarten? Nein, wir haben ein Parteiprogramm, dort stehen unsere Ziele drin und diese Ziele vertreten wir. Wir werden so weitermachen wie bisher. Wir wollen eine Partei aus der Mitte des Volkes sein und an diesem Profil werden wir weiterarbeiten. Herr Franz, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.